Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr und hoffe, es geht dir gut und du bist gesund und voller Energie und hast jetzt vor allem Lust, mehr über das Thema Detox zu erfahren. Und wenn dich das Thema Leber-Detox interessiert, dann würde ich sagen, bleib auf jeden Fall an der Folge dran. Wir steigen nämlich direkt ein. Ich teile hier meine 5 Tipps, die du für dich jeden Tag im besten Fall anwenden kannst, um deiner Leber so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Du weißt, deine Leber ist wirklich eines oder das wichtigste Entgiftungsorgan für dich. Und die Tipps solltest du dir auf jeden Fall mitnehmen und kannst sie aber auch direkt und sofort anwenden. Und wenn dich das interessiert, dann bleib hier auf jeden Fall dran. Du findest wie immer weitere Rezepte und Links zu Blogartikeln und noch mehr in den Shownotes. Klick dich da super gerne rein und dann würde ich mich natürlich total und von Herzen freuen, wenn du diesen Podcast auch bewertest. Super gerne auch auf iTunes oder Spotify. Hinterlass mir deine Rezension da, dann kann er nämlich noch mehr Menschen erreichen und wir hier noch eine größere Community werden. Ich möchte dir von Herzen danken und freue mich sehr, dass du hier vielleicht schon seit Beginn des Podcasts mit dabei bist und würde sagen, jetzt starten wir aber in die Folge, denn es ist ein wichtiges Thema und du kannst profitieren, also bleib auf jeden Fall dran. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst, die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und ein starkes Mindset mit Freude und Leichtigkeit in deinen Alltag zu transportieren. Ich bin Adese Wolf und unterstütze dich darin, Schritt für Schritt ganzheitlich gesund und glücklich zu leben. Hast du Lust, das Ernährungs- und Lebenskonzept zu finden, das zu dir passt? Schön, dass du dabei bist. Ja, Leber-Detox, 5 Tipps, die dir im Alltag sofort helfen und auf die du achten kannst. Und ich möchte gar nicht so sehr jetzt mehr darauf eingehen, warum ein Detox wichtig ist. Darüber habe ich in der letzten Folge gesprochen, aber auch schon in ein paar Folgen zuvor. Das heißt, die Folgen, falls du es nicht gehört hast, die findest du hier verlinkt in den Shownotes, wie du davon profitieren kannst und warum es sich für dich immer wieder lohnt, auch einen Detox zu machen. Heute möchte ich aber vor allen Dingen ganz spezifisch über unser wichtigstes Organ mitsprechen, wenn es um das Thema Entgiften geht, nämlich die Leber. Und ja, die Dinge, die dir dabei helfen, auch die Le der Leber ein wenig unter die Arme zu greifen und ihre Entgiftungsprozesse zusätzlich zu unterstützen. Da kannst du nämlich wirklich auch auf ganzheitlicher Ebene total viel tun und denke, dass du vielleicht den einen oder anderen Tipp gar nicht gewusst hast und den aber direkt hier mit deinem Alltag auch oder in deinen Alltag auch integrieren kannst. Ja, Stichwort Detox für die Leber. Erster Tipp an der Stelle wäre, öfter mal Pause machen. So, was meine ich damit? Wir haben darüber gesprochen, dass wir ja so viele Dinge von außen aufnehmen, also gerade ungesunde Ernährung, einseitige Ernährung, zu viel Zucker, aber auch Alkohol, all das macht natürlich der Leber zu schaffen und sie muss alles wieder in einem guten Verhältnis verstoffwechseln und in Balance bringen und da kann es natürlich ganz schnell mal zu viel werden, vor allen Dingen, wenn wir ihr nicht unter die Arme greifen. Das heißt, um der Leber auch wirklich mal diese Regeneration zu gönnen, also so dass sie eben wieder noch besser für dich arbeiten kann, wäre es wichtig, wirklich deinem Körper regelmäßig und ganz bewusst auch Pausen zu gönnen. Und damit meine ich tatsächlich auch mal auf Nahrung zu verzichten. Denn ganz oft und ganz schlecht ist diese ständige Snacken, denn dadurch muss natürlich unsere Leber immer wieder arbeiten und vor allen Dingen wird dadurch immer wieder Insulin ausgeschüttet, was natürlich, wenn
auf Dauer Insulin ausgeschüttet wird, Entzündungsprozesse fördert. Und die wiederum sind natürlich zellschädigend. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt, alles, was die Leber auch unterstützt oder wie du die Leber auf jeden Fall mit unterstützen kannst, ist ihr auch regelmäßig mal eine Pause zu gönnen, diese Essenspausen zu gönnen, nicht ständig zu snacken. Denn wir wissen ja, Stichwort Intervallfasten, hast du bestimmt schon gehört, dass innerhalb von 12 bis 14 Stunden ein Entgiftungsprozess oder ein Selbstreinigungsprozess des Körpers auch stattfindet. Das heißt, dass sich alte, kaputte Zellen quasi selbst entrümpeln. Und das ist natürlich etwas, wovon die Leber ganz wunderbar auch profitiert. Und denn dadurch werden unter anderem auch schädliche Leberfette reduziert, also Stichwort Fettleber. Also wirklich da auch mal über Essenspausen Nahrungsverzicht. Und ich spreche jetzt nicht von Nahrungsverzicht über Tage, sondern wirklich diese Essenspausen einhalten, so zwischen den Mahlzeiten 4 bis 5 Stunden auf jeden Fall mal im Körper auch wirklich diese Pausen, die den Insulinspiegel auch wirklich zu reduzieren und auch natürlich die entsprechenden Leberfette zu reduzieren. Und über Nacht klappt das natürlich ganz easy und ganz wunderbar, indem du zum Beispiel da schläfst du ja mal eine gewisse Anzahl an Stunden. Und wenn du das genau vielleicht ein bisschen ausdehnst, dann tust du deiner Leber schon ganz, ganz viel Gutes, indem du ihr einfach diese Zeit zur Regeneration gibst, indem du ihr Zeit gibst, wirklich auch den Insulinspiegel komplett zu senken, die Glykogenspeicher zu leeren und dann eben auch wieder gut und voller Energie für dich zu arbeiten. Dann nächster Tipp an der Stelle ist wirklich auf grüne Pflanzenpower im Alltag zu setzen. Ich habe schon so oft davon gesprochen, dass grünes Gemüse, frisches Gemüse so gesund für dich ist. Aber vor allem für die Leber sind da natürlich auch nochmal ganz tolle Stoffe drin, von der die Leber profitiert, sekundäre Pflanzenstoffe, im besten Fall sogar auch Bitterstoffe, aber auch Ballaststoffe und Bitterstoffe, die die Leber zusätzlich entlasten und wo auch nochmal zusätzlich eine Entgiftung stattfinden kann. Denn diese sekundär oder diese pflanzlichen Lebensmittel, vor allen Dingen die grünen Lebensmittel, haben super wichtige Stoffe, die du da eben nutzen kannst für dich, die letztlich nochmal deiner Lebergesundheit, natürlich aber auch klar der Darmgesundheit dienlich sind und eben da nochmal eine zusätzliche entgiftende Eigenschaft für dich jetzt in diesem Moment haben. Im besten Fall sage ich immer so, 5 a day, 5 Lebensmittel, vielleicht schaffst du es, 5 Lebensmittel am Tag auszuwählen und die in deine Ernährung mit zu integrieren und kannst natürlich dann so auf eine ganz einfache Art und Weise da auch wirklich schon ganz, ganz, ganz viel für deine Leberentgiftung und natürlich aber auch Darmentgiftung, aber auch deine allgemeine Gesundheit tun. Ja, dann müssen wir natürlich auch über die wichtigen und entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren sprechen, die natürlich auch nochmal der Leber zusätzlich bei der Entgiftung helfen. Und da kannst du auch schauen, dass du täglich auf entsprechende Omega-3-Fettsäurequellen zurückgreifst, die ja sowieso Entzündungen auch eindämmen, was super wichtig ist, um die Zellgesundheit auch zu stärken und zu schützen. Und als Beispiel Leinsamen, Hanfsamen, Walnüsse, natürlich auch Fisch oder auch Olivenöl. Also es gibt zahlreiche gute Omega-3-Fettsäurequellen, auf die du im besten Fall täglich zurückgreifst. Das kannst du super easy auch gleich morgens machen, indem du über dein Porridge oder dein Müsli nochmal so einen kleinen Löffel Leinsamen oder Hanfsamenöl dazu gibst oder einfach Nüsse und Samen mit in deine Ernährung einbaust und das über Tag immer wieder mal in den unterschiedlichen Speisen oder in die unterschiedlichen Speisen mit aufnehmen und ja so auf eine ganz easy Art und Weise deiner Leber natürlich Gutes tun, Entzündungsprozesse reduzieren und die ganzheitliche Entgiftung natürlich auch dadurch dann unterstützen.
Ja, was hilft da der Leber, um besser in ihr Gleichgewicht wiederzukommen? Wenn du auf entsprechende Tees und Kräutertees zurückgreifst, dann sind es Brennnesseltee, Birkenblättertee, Kümmeltee, Zimtkraut. All das wirkt entsprechend ausleitend und entgiftend und unterstützt natürlich dann zusätzlich auch die Gesundheit deiner Leber. Dann ist Bewegung das A und O natürlich, um den Stoffwechsel auch in Gang zu bekommen. Das heißt, nur wenn unser Stoffwechsel vernünftig funktioniert, dann oder in Gang ist, dann können auch Giftstoffe leichter ausgeschieden werden. Und natürlich wird dadurch auch oder werden dadurch auch Leberfette reduziert, wenn deine Leber entsprechend auch nochmal durch Bewegung unterstützt wird, werden die Leberfette reduziert und natürlich dadurch auch gleichzeitig die Entgiftung der Leber wiederum gefördert. Also vielleicht für dich überlegen, es geht gar nicht darum, Leistungssport zu machen. Wo kannst du einfach ein bisschen mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren? Oder wenn es dir hilft, vielleicht auf die 10.000 Schritte am Tag kommen und wirklich gucken, dass dein Leben bewegt ist und dass du nicht zum Couch-Potato wirst. Dann sind natürlich auch Entspannungsphasen super wichtig für die Leber und guter Schlaf. Das heißt, wir haben schon gerade oder eingangs darüber gesprochen, wie wichtig es ist, der Leber einfach mal eine Pause zu gönnen und ja, natürlich auch in dieser Pause dann nicht zu essen und sie wirklich auch mal in Ruhe zu lassen, damit sie letztlich ihren Job ganz einfach machen kann, ja. Und das ist natürlich auch wichtig, nochmal in Kombination mit gutem Schlaf, denn auch da wird natürlich Stress reduziert. Stress ist auch was unsere Leber überhaupt nicht mag. Und wenn zu viel Stress, dann wird zu viel Cortisol ausgeschüttet, was wiederum auch die Fettverbrennung blockieren kann und am Ende natürlich auch Fett wiederum in der Leber einspeichern kann. Also das ist, wie du merkst, immer ein Kreislauf. Und je mehr du für dich auf allen Ebenen immer guckst, wie du für dich wieder in eine gute Balance kommst, in ein gutes Gleichgewicht kommst, desto besser wird dir das natürlich auch auf den unterschiedlichen Ebenen wieder gespiegelt, also auf körperlicher Ebene, auf geistiger Ebene und auch auf seelischer Ebene. Und da, genau, also Stress- und Entspannungsphasen ausreichend einbauen, was natürlich da wunderbar auch wirken kann, ist ein Leberwickel zu machen. Also da wirklich was Warmes auf die Leber zu packen, vielleicht noch mit einem Handtuch umwickeln. Und der Leber einfach mal Ruhe zu gönnen und sie entsprechend ja zu pampern, zu verwöhnen, sage ich mal. Und ja, so natürlich dann auch wieder die Leberentgiftung entsprechend zu unterstützen. Ja, das waren jetzt hier fünf knackige Tipps, wie du deiner Leber jeden Tag Gutes tun kannst. Es sind einfache Tipps, es sind Tipps, die du sofort anwenden kannst. Es sind Tipps, die manchmal vielleicht in Vergessenheit geraten, aber wichtige Tipps. Und vielleicht noch ein kleiner abschließender Tipp, das ist vielleicht vorhin auch so ein bisschen untergegangen beim Thema Ernährung, grünes Essen, sekundäre Pflanzenstoffe, wirklich die Bitterstoffe, damit kannst du so viel machen. Und die sind leider nicht mehr so in unseren Lebensmitteln vorhanden. Also hier auch super gerne auf Nahrungsergänzungen zurückgreifen. Es gibt inzwischen schon tolle Sprays oder eben auch Tropfen, die du nehmen kannst, also auf pflanzlicher Basis. Mein Tipp an der Stelle, bitte also auf nicht alkoholische Sprays oder auch Tropfen zurückgreifen, denn wir wissen ja, dass Alkohol wiederum der Leber zu schaffen macht und den muss sie auch wieder abbauen, auch wenn Alkohol in dem Falle aus einer pflanzlichen Gärung da vielleicht entstanden ist. Ist es trotzdem was, was die Leber belastet? Also es gibt auch alkoholfreie Tropfen und Sprays. Also das wäre so ein kleiner Tipp am Rande, darauf zu achten, um deiner Leber da wieder Gutes zu tun. Und ansonsten, je bitterer, desto besser. Also trau dich an die Bitterstoffe. Du findest auch leckere, bittere Rezepte bei mir auf dem Blog. Also klick dich da durch. Hier in den Shownotes findest du nochmal mehr Infos dazu und natürlich auch nochmal von Herzen meinen Easy Detox Kurs, wenn du tiefer einsteigen möchtest. Da sind übrigens alle Rezepte so aufeinander abgestimmt, dass sie alle die Entgiftung und Ausleitung fördern. Denn wir können anhand unserer Lebensmittel da auch wirklich nochmal einen Unterschied machen. Es gibt einfach
Lebensmittel, die einfach einen etwas entgiftenderen Effekt auf unseren Körper haben. Und die solltest du natürlich gerade dann, wenn du jetzt deine Organe, deine Leber, ja, deinen ganzen Körper unterstützen möchtest bei der Entgiftung, bei der Ausleitung, dann empfiehlt es sich natürlich, auf diese Lebensmittel zurückzugreifen. Welche das sind, die erfährst du oder beziehungsweise erhältst du auch ein E-Book in meinem Kurs mit über 60 Rezepten. Also klick dich da super gerne mal durch auf die Landingpage oder auch in meinem Buch Schwein schön. Auch das kannst du natürlich ganz toll für dich im Alltag verwenden und davon profitieren. Ja, das war eine kürzere und knackigere Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder hier mit dabei bist und einschaltest. Und erzähl super gerne weiter vom Podcast. Ich freue mich immer sehr über eine Bewertung und Rezension, denn so kann der Podcast auch ganz viele Menschen erreichen und du bist Teil davon. Vielen lieben Dank, dass du hier diese Reise mitgehst und Lust hast, vor allen Dingen immer wieder mehr über deinen Körper zu erfahren, über deine ganzheitliche Gesundheit und ich dich hier an der Stelle auch unterstützen darf. Das ist nicht selbstverständlich für mich und deshalb von Herzen danke. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist. Bleib gesund, fühl dich wohl und hab vor allen Dingen Spaß bei allem, was du tust. So, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder da bist. Und bis dahin, alles Liebe, deine Adese.